So, hört man mich jetzt? Okay. Sie geht an den neu gewählten Ministerpräsidenten von Japan. Vor einem Jahr und 6 Monaten ereignete sich das Erdbeben, der Tsunami und der GAU von Fukushima. Betroffen von dem GAU sind alle Bewohner in der Präfektur Fukushima. Aha. Sie haben ihre Heimat verloren, fürchten um ihre Gesundheit und ihr Leben und sind ihrer Existenzgrundlagen beraubt. Sie werden diskriminiert und erhalten keine ausreichende materielle und moralische Unterstützung von der Gesellschaft. Die Bewohner in anderen Präfekturen Japans sind auch von der Radioaktivität betroffen. Erstens strahlt während des März, indem Baus in ihre Wohngebiete transportieren lassen, und drittens durch den Verzehr verstrahlter Lebensmittel. Und diese Situation dauert an. Es hat sich erwiesen, dass die Politik des Atom for Peace, eine friedliche Nutzung der Atomtechnik, eine Illusion ist. Diese Politik wird weiterhin von der japanischen Regierung, den Beamten und Unternehmern vertreten. Weltweit sind die Stimmen immer lauter geworden, die nach einer neuen Energiepolitik rufen. Dennoch sieht es so aus, als habe die japanische Regierung noch keine Entscheidung getroffen, wie der Umzug gestaltet werden soll. Sicher ist nur, dass die Atomlobby ihre Vorrechte und Privilegien nicht aufgeben will. Die japanische Gesellschaft stimmt aus mannigfaltigen Gründen darin überein, dass die Nutzung der Atomkraft nur negative Wirkungen bringt. Das betrifft den Stromwirkungsgrad, ökonomische und wirtschaftliche Effizienz, die Arbeitsbedingungen in havarierten Atomkraftwerken. Und die ethische Einstellung zu Frieden und Umwelt. Die japanische Regierung ist gegenüber der eigenen Bevölkerung wie auch gegenüber der Weltgemeinschaft dafür verantwortlich und dazu verpflichtet, eine sichere und unverseuchte Umwelt zu gewährleisten, die gemäß der Menschenrechte ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Und jetzt kommen die Forderungen. Habe ich die auch noch? Jetzt mal? Ja, ich halte. Okay. Jetzt mal die erste Seite noch. Okay. Es möge endlich die längst überfällige Bitte um Entschuldigung an alle von der Katastrophe in Fukushima Betroffenen offiziell ausgesprochen werden. Zweitens. Entschädigung für alle, die von radioaktiver Verstrahlung betroffen sind. Die Entschädigung schließt den Verlust durch Kontaminierung von Wasser und Land, Boden und Pflanzen, Nutz- und Haustieren, Maschinenparks und Arbeitsgeräten und Gebäuden, Häuser und Wohnungen mit ein. Sofortige Evakuierung aller Einwohner von Fukushima und anderen radioaktiv verseuchten Gebieten. Viertens. Für die Menschen in Fukushima und anderen kontaminierten Gebieten müssen kostenfrei Wohnungen in entlasteten Gebieten gebaut und zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten hierfür sind von allen Verantwortlichen, die am Bau von Atomkraftwerken beteiligt waren, zu übernehmen, wie von TEPCO und anderen beteiligten Unternehmen und der Regierung mit allen Atombefürwortern und Lobbyisten. Fünftens. Wohnungen und Häuser in nicht kontaminierten Gebieten, die verlassen worden sind, sollen den Menschen aus Fukushima und aus anderen kontaminierten Gebieten zur Verfügung gestellt werden. Sechstens. Kostenfreie Untersuchung und Behandlung aller Menschen, die radioaktiv verstrahlt wurden. Die Kosten hierfür sind von allen Verantwortlichen, die am Bau von Atomkraftwerken beteiligt waren, zu übernehmen, wie von
und weiteren beteiligten Unternehmen und der Regierung mit allen Atombefürwortern und Lobbyisten. Siebtens. Erholungsmaßnahmen für alle Menschen, die noch immer in kontaminierten Gebieten leben müssen, die ein mindestens einen Monat langer Aufenthalt außerhalb der verseuchten Gebiete. Die Kosten hierfür sind von allen Verantwortlichen, die am Bau von Atomkraftwerken beteiligt waren, zu übernehmen. Die TEPCO und weitere beteiligte Unternehmen und der Regierung mit allen Atombefürwortern und Lobbyisten. Achtens, in ganz Japan müssen Messstellen für Lebensmittel eingerichtet werden. Lebensmittelmessungen müssen regelmäßig durchgeführt und deren Ergebnisse veröffentlicht werden. Die Kosten hierfür sind von allen Verantwortlichen, die am Bau von Atomkraftwerken beteiligt waren, zu übernehmen. Wie von TEPCO und weiteren beteiligten Unternehmen und der Regierung mit allen Atombefürwortern und Lobbyisten. Alle Arbeiter in Kernkraftwerken dürfen nur in Schutzkleidung arbeiten und müssen über die Gefahren in ihrem Arbeitsbereich aufgeklärt werden. Zehntens. Aufklärung aller Menschen in Japan über die Gefahren radioaktiver Strahlungen, die von Atomkraftanlagen im Allgemeinen ausgehen und bei Störungen und Unfällen im Besonderen auftreten können. Elftens. Gesetzliche Anordnung zum sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie. Zwölftens. Exportverbot japanischer AKW-Anlagen. 13. Sofortiges Abschalten des OI-AKWs. 14. Einsatz aller schon vorhandenen Anlagen, die mit erneuerbaren Energien Strom erzeugen, und Aufbau weiterer unterschiedlicher standortbezogener Anlagen, deren Energiequellen Sonne, Wind, Wasser, Biomasse aus Bioabfällen und Erdwärme sind. Die Kosten hierfür sind von allen Verantwortlichen, die am Bau von Atomkraftwerken beteiligt waren, zu übernehmen, wie von TEPCO und weiteren beteiligten Unternehmen und der Regierung mit allen Atombefürwortern und Lobbyisten. 15. Bau von Windkraftanlagen in den Gebieten Fukushimas, die unbewohnbar geworden sind. Die Kosten hierfür sind von allen Verantwortlichen, die am Bau von Atomkraftwerken beteiligt waren, zu übernehmen, wie von TEPCO und weiteren beteiligten Unternehmen und der Regierung mit allen Atombefürwortern und Lobbyisten. Ups. Da fehlt noch was. Moment. 18. 16. Der bisherige Atomkraftregulierungsausschuss muss sofort aufgelöst und ein von Lobbyisten unabhängiger Ausschuss gebildet werden. 17. Strafrechtliche Verfolgung für alle, die für die Atomenergie Japans und damit für den Gau von Fukushima und andere Unfälle verantwortlich sind. Anzuklagen sind alle Mitglieder von Genshirimura, TEPCO-Foren, Ärzte, Lehrer, Verwaltungsbeamte, Behörden, Lobbyisten, Unternehmen und Zulieferer. Und zwar wegen, erstens, Betrugs, falsche und oder mangelnde Information über die Gefahren radioaktiver Strahlung. Zweitens, wegen Betrugs, falsche Informationen über die Messergebnisse radioaktiver Strahlungen. Drittens, der Zwangsanordnung zur Ausgabe kontaminierter Lebensmittel in Schulen Fukushimas. Viertens, der Verharmlosung radioaktiver Strahlung. Fünftens, der Verweigerung ärztlicher Untersuchungen und Behandlungen der Betroffenen. Sechstens, Unterlassung vorsorglicher Maßnahmen zur Vermeidung möglicher Erkrankungen durch radioaktive Verstrahlung. Siebtens, Verstoßes gegen die Menschenrechte. Danke.
Hallo. Super, dass ihr alle gekommen seid. Und es ist wirklich toll, dass ein Tag nach der Wahl